Tacomat schon mal angekommen. Hier, der ist schon mal angekommen. Die Santa Barbara. Dann könnten wir eigentlich hier das. Ja, das ist aber nicht ganz so schnell, ne? Komm, jetzt kaufen wir das. Eigentlich ganz gut. So, der ist jetzt schon relativ schnell. Muss man schon sagen. Hat er denn noch irgendwas Geiles? Nee. Wollen wir ein paar Werkzeuge kaufen? Ein paar Werkzeuge, komm. Ein paar sind immer gut, wenn man welche hat. Und bei Bürgern läuft es jetzt eigentlich gerade auch ganz gut. Kleidung brauchen die noch. Gewürze brauchen die. Dann würde ich sagen, wir gucken hier unten nochmal. Haben wir genügend Nomaden? Ne, wir brauchen 145 Nomaden. Dann können wir das schon machen. Dann würde ich sagen, ich baue hier. Ich habe, das geht einfach. Das geht nur bei Bürgern, bei normalen. Das ist ein Muster, was ich mir ausgedacht habe für normale Bürger. Aber das sind ja hier Nomaden. Das ist ja ganz anders. Von der Größe auch. Naja, egal. Müssen wir das irgendwie jetzt hinkriegen? Bauen wir jetzt einfach hier so ein paar. Da habe ich eins falsch gebaut. So. Jetzt müsste das auch passen. Falls wir noch welche brauchen, baue ich jetzt einfach hier dran. Ich glaube, das müsste auch reichen. Das ist jetzt 16. 1, 2, 3, 4, 8. Ja, das sind genau 16. Das müsste dann auch zu einer größeren Siedlung werden, wenn die voll sind, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall bauen die jetzt Datteln an. Das ist gut. Das brauchen wir auch. Und dann gucken wir jetzt einfach mal bei den anderen vorbei. Die haben jetzt auch Bürger. Bauen hier auch schon mal ein bisschen an. Hanf haben die noch nicht, oder? Ne, ich glaube, die haben noch keinen Hanf. Bei denen läuft es gut, weil die halt einfach eine große Insel haben. Das ist natürlich gut für die. Aber naja. Bei uns läuft es gerade besser. So. Wir bauen jetzt hier noch ein paar Häuser hin. Brauchen wir natürlich ein paar Bürger, die uns ein bisschen Geld spenden. Ne, braucht man natürlich immer. So. Die sind noch alle im Einflussradius. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Der hat eine orientalische Siedlung gegründet. Gucken wir gleich mal, was es ist. Und ich glaube, hier ein Haus können wir noch hier hinsetzen. Danach wird es aber zu viel. Und dann müsste der Weg bis dahin. Passt, glaube ich. Jawohl. So, dann bauen wir hier noch die Reihe voll. Nein, nicht genügend Baumaterial. Wir brauchen Werkzeuge und Holz. Holz haben wir. So, was brauchen wir noch? Werkzeuge. Haben wir ein paar. Wir haben eine Siedlung in Ashgabat geführt. Heißt also, unten unsere Nomadenstadt ist auch schon eine Siedlung geworden. Der fährt jetzt nochmal da runter und holt Werkzeuge. Die Santa Barbara da unten. Wir haben 50 Ruhm bekommen von dem Al-Sahir, weil wir eine Siedlung gemacht haben. Hier kommen auch ein paar Werkzeuge, würde ich sagen. Wir können hier auch nochmal eine Geschenksurkunde kaufen. Oh, will ich aber gerade gar nicht. Ich muss mich nur kurz umsetzen. So. Und die Werkzeuge brauchen wir jetzt aber gerade noch, weil wir noch nicht so viel Eisen vorkommen und alles haben, dass wir sagen könnten, wir bauen uns die jetzt einfach selbst. Die Leute lieben uns irgendwie. Habe ich gerade bemerkt. Okay. Okay. So, dann würde ich sagen, wir holen bei dem mal ein bisschen für 80 Ruhm ein bisschen Geld. 2500. Passt. Dass wir nicht zu unter 71.000 gehen. Wir sind mal oben, ganz oben links. Wir haben jetzt ein Dorf gemacht. Heißt also, wir haben relativ viele Bürger schon für unseren Stand. Und Lord Nordbock. Nerdberg, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, bietet ihnen folgenden Auftrag an. Liefern Sie folgende Waren zum Schiff auf See. 5000 Holz und 3000 Werkzeuge. Können wir machen. Dann nehmen wir einfach die Schwalbe, würde ich sagen. Ne, die Schwalbe kann das gar nicht. Die hat gar nicht so viele Slots frei. Dann macht einfach die, der Wirbelsturm das gleich. Und das ist die Eskorte, wo wir das hinbringen müssen. Okay. Genau, wer hat denn hier eine orientalische Siedlung gemacht? Das hier, okay. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Also die haben Datteln, Gewürze und Lehm. Ist nicht so notwendig, sagen wir. Kann man auch einfach nur eine Sekundärinsel machen. Aber dafür haben die halt keine Seide. Und Ingo heißen Ingigo, oder wie das heißt.
Das heißt also, die können entweder keine Gesandten bringen, müssen eine andere Insel holen oder die haben halt einfach kein Geld. Weil die Teppiche verkaufe ich meistens, weil die einfach richtig viel Cash bringen. Das werdet ihr am Ende sehen. Und jawohl, wir können Gewürze machen. Und davon werden wir nicht zu wenig machen. Wir werden uns jetzt hier eine kleine Farm bauen. Ihr werdet sehen, wie ich das machen werde. Hier, hier, hier. Warte, so. Nein, wir haben nicht genügend Baumaterial. Speichert jetzt aber erstmal, das ist natürlich gut, dass er speichert. Hopp, hallo. Okay, der hat nicht genug Baumaterial, heißt, ich würde sagen, die Daria, die fährt erstmal nochmal kurz zu... Zu wem fährt er denn? Hier, zu dem Mann und holt mal kurz was. Bei dem kaufen wir mal kurz ein paar Werkzeuge. Der Santa Barbara fährt auch wieder da hoch. Hier fahren, bauen wir erstmal die Gehege. Gärten dazu. Brauchen wir natürlich. Kurz drehen. Hey. So. Ich glaube, so ist es richtig platzsparend. Glaube ich. Also ich weiß nicht genau, aber hier hätte man noch was hinbauen können, aber sieht eigentlich schon ganz gut aus. Hier könnte man noch eins hinmachen, aber dann kommen wir natürlich nicht mehr raus. Wäre perfekt, wenn man hier noch so welche hin tun kann. Ist aber zu wenig Platz dafür. Sieht aber eigentlich schon ganz gut aus. Hier kann man das jetzt nicht mehr machen. Hier ist immer genug Platz dafür. Glaube ich. Zumindest. So. Und dann kommen hier noch welche hin. Da kann man aber das hin machen. Und dann bauen wir hier einfach die Verbindung hin. Und jetzt noch den letzten. Weil Gewürze brauchen wir einfach richtig viele. Weil die Bürger und die Adligen und alle, die danach noch kommen, falls wir überhaupt Adlige erreichen, die wollen alle immer Gewürze haben. Und die futtern das echt richtig schnell. Und ja, deswegen müssen wir das jetzt noch machen. Eine Noria brauchen wir natürlich auch. Die baue ich jetzt einfach. Noria. Noria sind diese Springbrunnen, die das alles Wasser unter Wasser halten. So. Und wir brauchen genügend, wir haben nicht genügend Baumaterial. Oh, scheiße. Gut, dann müssen wir einfach warten, bis der das Holz bringt. Und wer hat denn hier, was braucht der nochmal? 5 Tonnen Holz und 3 Werkzeug. Gut, der bringt jetzt erstmal hier die Werkzeuge hin. Dann machen wir das in einer Stapel. Und der nimmt dann 1, 2, 3, wie viel nochmal? 3 Tonnen von dem und davon 5. Ja, haben wir. Gehen wir wieder auf 10 hier unten. So, und der bringt das jetzt erstmal da runter zu dem. Was bekommen wir dafür eigentlich? Ja, lassen wir uns mal überraschen, was wir dafür bekommen. Vielleicht ein bisschen Ruhm oder so. Wäre eigentlich ganz schön. Und der hat auch noch Werkzeuge. Das ist auch gut. Die Schwalbe kann eigentlich ein bisschen von dem Fisch mitnehmen. Und das mal verkaufen. Bei dem würde ich mal sagen. So, und dann gehen wir hier runter. Und der kann jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Holz weiterbauen. Dass wir hier auch mal immer mehr Bürger bekommen. Die uns natürlich Geld geben. Wir müssen einfach dranbleiben, uns Bürger zu machen und dass sie natürlich immer einziehen und dass sie zufrieden bleiben. Und deswegen bauen wir jetzt hier noch eine Schenke, damit die noch ein bisschen mehr zufriedener sind. Auch abends über, wenn man mal was trinken will, ne? Ah, Mist, da brauchen wir 20 Stein für. Okay, dann müssen wir noch warten, bis die hier fertig sind. Können das eigentlich noch ein bisschen beschleunigen und hier noch was kaufen, bauen. Das mache ich, glaube ich, auch. So, dann kommt... Warte, wie kommt er denn jetzt da dran? Ich glaube, der kommt so da dran. Ich hoffe es mal. Oder? Ja, der kommt dran. Gut. Dann einmal hier das Eisen. Und dann bauen wir hier noch einen Weg hin. So. Dann bauen die hier noch weiter. Und jetzt lasse ich hier erstmal ein bisschen arbeiten. Die Schwalbe hat gerade nichts zu tun. Fehlende Gemeinschaft. Okay, da müssen wir hier noch eine kleine Straße hin machen. Tut mir leid, Leute. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, muss ich sagen.
Vielleicht für so einen Profi nicht, aber für mich schon. Gescheiterte Kontrolle. Hier, der ist hier unten angekommen. Heißt also, wir können hier okay drücken.